Deshalb können Nutzer von Teufelsfrüchten nicht schwimmen. Es wird oft behauptet, dass sie ihre Schwimmfähigkeit verlieren, weil die Seele des Teufels, die in ihnen wohnt, ihnen diese Fähigkeit nimmt. Doch dies ist nur zur Hälfte richtig. Das Konzept der erwachten Teufelsfrüchte ermöglicht es den Nutzern, nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten zu kontrollieren, sondern auch die von der Teufelsfrucht verliehenen Elemente für andere zu beeinflussen. Das heißt, dass der Nutzer einer erwachten Feuerfrucht zum Beispiel bestimmen kann, wie sich Feuer auf andere auswirkt, die damit in Berührung kommen. Gemäß dieser Theorie existiert auch eine Teufelsfrucht mit der erwachten Fähigkeit, Wasser zu kontrollieren. Diese sogenannte Wasserfrucht gibt dem Benutzer in ihrer erwachten Form die Kraft, die Effekte von Meerwasser zu kontrollieren. Die Person, die im Besitz dieser Wasserteufelsfrucht ist, ist niemand anderes als Imu. Und